Was tatsächlich auch gar nicht so doof ist, ist diese Endzeit, die hier prognostiziert wird, 16 Minuten. Die passt sich natürlich auch an, je nachdem, wie viel oder wie schnell ich fahre. Ja, aber damit hat man natürlich dann auch ungefähr ein Gefühl, wann man oben ankommt. Guten Morgen aus Nordstemmen. Wir fahren hier heute in den Wald rund um Hildesheim, viele, viele Hügel. Und das Stichwort Hügel ist auch ganz wichtig. Ich teste heute die neue Climb Pro Funktion von Wahoo, die natürlich nicht so heißt, die heißt bei Garmin so. Bei Wahoo nennt sich das Summit Segments, aber es ist eigentlich Climb Pro. Ich zeige euch kurz, wie einfach das einzurichten ist, beziehungsweise man muss gar nichts machen. Und ja, während der Fahrt bin ich natürlich super gespannt, wie das Ganze funktioniert. Mit dem neuesten Firmware-Update habt ihr in der Element-App hier unter den Einstellungen eures Gerätes einen Punkt, der nennt sich Summit Segments. Hier oben kann man die Funktion generell ein- und ausschalten. Natürlich möchte ich sie jetzt eingeschaltet haben. Dann gibt es hier so Sachen automatisch auf die Climb-Seite wechseln und so weiter. Lasse ich jetzt alles mal an. Ja, und im Grunde war es das auch schon. Mehr gibt es gar nicht zu wissen. Jetzt müsst ihr natürlich zwingend eine Route laden. Egal, ob es Komoot, Strava oder sonst wie ist. Weil es werden nur Anstiege entlang der geplanten Route angezeigt. Bedeutet, ich suche jetzt hier unsere Route aus für heute. Dann gehe ich auf die Seite mit dem Anstieg. Die Anstiegsseite, das ist die, die es auch vor dem Update schon gab. Ja, und hier hinzugekommen ist der Punkt Anstiege. Und da seht ihr jetzt auch die Liste aller Anstiege, die uns heute erwarten. Und ich kann die Funktion hier auch nochmal stumm schalten. Diese Stummfunktion, die gibt es ja auch beim Routing. Ja, einfach auf Stumm drücken, keine Abbiegehinweise mehr und so weiter. Fand ich immer sehr cool, dass das mit einem Knopfdruck geht bei Wahoo. Sehr, sehr einfach gelöst. Und das kann man natürlich für diese Anstiege auch machen. Nerven die ein, stumm schalten, fertig. Hier seht ihr auch nochmal den Stummknopf hier fürs Routing. So, dann machen wir uns jetzt gleich auf den Weg. Ole Bock kommt, Janis ist da, Dan kommt auch gleich. Guten Morgen. Morgen. Moin. Jetzt bist du mit dem Film. So, jetzt schnell umziehen und dann los. Es wird langsam kalt hier. So, auf geht's. Erster Anstieg, in 103 Metern geht's los. Ja, und da sieht man auch schon gleich 3,4 Kilometer, mittlere Steigung 5,3%. Die Jungs sind schon da vorne. So, 9 Meter, zack, Anstieg. Ja, man hat hier die bunte Darstellung. Da sieht man rechts auch eine kleine Skala, 250 Meter. Ich habe jetzt hier 5 Datenfelder, die angezeigt werden. Oben läuft die Zeit. Restlicher Anstieg 168 Höhenmeter, 3,1 Kilometer über, 2,5% Steigung aktuell. Ja, und dann wird noch eine Endzeit kalkuliert, 14 Minuten. Herrliches Herbstwetter hier. Wir kommen jetzt hier auch gleich mitten rein in die Natur. Da vorne fahren schon die anderen, die muss ich jetzt mal langsam wieder einholen. Guckt euch diese coole Stimmung an. Was ganz schön ist, mit einem Tastendruck kann ich hier auf die normale Höhenseite gehen. Dort sieht man den Graphen ja auch noch. Ja, wenn ich jetzt hier weiter drücke, komme ich wieder zurück. So, 8% Steigung. Jetzt ist hier so ein kleines Ding, das man schnell hochdrücken muss. Ganz oben steht auch Anstieg 1 von 12. Also einiges kommt hier noch auf uns zu. Als Anstieg gewertet wird alles, was eine Strecke von mehr als 500 Metern hat. Und ich meine, 3-4% Steigung muss es auch haben, sonst taucht es hier nicht auf. Das heißt, so eine kleine Hügelkuppe wird nicht als Anstieg gewertet, sondern nur das, wo man wirklich, ja, wahrscheinlich mindestens 1-2 Minuten bergauf fahren muss. Schöner, bunter Laub hier rechts und links. Was will man mehr? Denn hast du auf deinem Garmin auch die Climb-Anzeige? Ja, habe ich auch. Wir müssen ja dann sehen, wer die bessere hat. Meins ist auf jeden Fall die schnellere. Ja, weil du da kommt man schneller den Berg mit hoch. Ja, ja. Also, wer Wahoo fährt, kommt auch dank der neuen Summits-Funktion schneller den Berg hoch. So, die letzten 13 Höhenmeter auf 400 Meter. Und ihr seht ja auch schon die Farbe. Es ist jetzt nur noch gelb, nicht mehr ganz so steil.
am Ende grün, das ist ja schon fast wieder flach. Also hier geht es jetzt hoch zur Kuppe. Ole will seine Beine heute noch mal bräunen bei 6 Grad. Man muss einfach nur schnell genug fahren, dann hat man auch warme Beine. Die letzten 250 Meter. Hier oben wird es auch schon langsam flacher. Wie gesagt, der grüne Bereich. Ähnlich wie beim kleinen Pro bei Garmin ist es auch so, dass es zwischendrin mal kurz bergab gehen kann. So wie hier. Eben ging es ja so 1-2 Höhenmeter runter. Und hier ist jetzt das letzte kleine Stückchen berghoch. 16 Meter. Ja, und dann steht hier Gipfel als Bestätigung. Und in dieser Liste taucht dann der erste Climb hier als erledigt auf. Und dann seht ihr auch, in 5,3 Kilometern geht es wieder berghoch. Allerdings nur 1,1 Kilometer mit durchschnittlich 3%. Schade an der Liste finde ich, ich hätte gerne die Liste umgekehrt, dass unten die erledigten Gipfel stehen und nicht oben, weil ich ja eigentlich das Erledigte relativ unwichtig finde, sondern viel wichtiger ist ja das, was als nächstes kommt. Und je länger die Liste wird, zeige ich euch nachher, desto unübersichtlicher wird das, weil ich dann runterscrollen muss, um den nächsten Anstieg zu sehen. Aber jetzt erstmal weiter durch den Herbstwald. Hier seht ihr auch mal die Navigationsansicht, die ich jetzt wieder eingeschaltet habe. Mit der kommt man hier sehr gut im Wald zurecht. Ja, und das ist der goldene Herbst hier. Knaller. Du fährst durch die Pfütze? Nur für die Kamera. Los, Ralf. Dann muss ich das wohl machen. Ja, bei so Holzbrücken sind wir immer ein bisschen vorsichtig hier. Die können glatt sein, wobei das geht hier, glaube ich. Hätte man noch fahren können. So, so sieht das aus, wenn man Teilhunting macht. Ja, habt ihr vielleicht bei uns schon mal gehört im Podcast, geht um Stats Hunters, gibt es auch ein Video. Seht ihr hier an der Navigation, die Pfeile kommen sich entgegen. Wir fahren jetzt hier einen Zipfel in den Wald rein, gleich wieder zurück. Wir sind jetzt hier bei Anstieg 6 von 12. Was ich ganz schön finde, unten die Anzeige, die ist immer komplett. Das heißt, egal wie lang der Anstieg ist, ich sehe immer, wo ich bin. Das war bei Garmin immer ein bisschen anders, da hat sich das irgendwie mit dem Anstieg bewegt und hatte da nie so eine Grafik, wo ich mal den gesamten Berg sehen konnte. Und das ist hier, finde ich, ganz gut. Jetzt wird es gleich rot, deswegen schalte ich jetzt mal die Kamera ab. So, hier seht ihr das, da oben ist der Wendepunkt. Ja, und so sieht das aus. Alle steigen ab, drehen ihr Rad rum. So, noch 10, 7, 5, 4, 3 und wir sind am Gipfel. So, ihr seht jetzt hier die Liste und das ist das, was ich vorhin meinte. Die bevorstehenden Anstiege stehen hier unten. Meine Wunschvorstellung wäre vielleicht den letzten oben und dann die bevorstehenden. Das wäre wahrscheinlich die Ideallösung. Ich hoffe, dass Wahuda noch mit der Firmware nacharbeitet, weil so muss ich ja jetzt während der Fahrt runterscrollen, um zu gucken, wann kommt der nächste Anstieg. Nächster Gipfel erreicht und was mir aufgefallen ist, immerhin bleibt nach dem Scrollen diese Anzeige erhalten. Das heißt, wenn ich hier durchblättere, dann muss ich zumindest nicht jedes Mal scrollen. Also immerhin, das funktioniert dann doch ganz gut. Und wieder ein schönes Fleckchen Erde hier oben in perfekter Herbststimmung. So, warum filme ich Blätter auf einer Golfmotorhaube? Ja, was für eine schöne Farbe. Guckt mal genau hin. Was könnte das Fahrrad hier für eine Farbe haben? Wobei ich die Farbe am Fahrrad schon um einige schöner finde als am Auto, aber passt natürlich super zum Herbst. Ja, den Kurkuma-Golf konnte ich nicht an mir vorbei. Das habe ich gesehen, das habe ich gesehen, aber ich wollte da jetzt nicht anhalten. Mit Herbstblättern auf der Motorhaube. Nein. So. Das hat sich ja heute gelohnt. Schön ist es, aber irgendwie komischer Weg hier. Aber wie geil die Sonne hier reinschaut. Ah, hier ist ja ein Weg.
Ja, geht, oh, der ist auch markiert. Der Gast, das sieht man. Kaffee hinstellen. Ist alles da. Ja, Dan, wo sind jetzt diese komischen Tüten, die ihr in Dänemark hattet? Und Wasserkocher und alles, hä? Ja, die hat André. Wasserkocher? André. Die Teils hat André bestimmt auch noch nicht. Die Teils hat er bestimmt auch noch nicht. Oder vielleicht doch. Der andere war ganz heiß interessiert am Steinhuder Meer. Er wollte Tretboot den Baum von Art machen. Kamera. So, der Weg ist da. Am besten zeigen wir uns den Weg. Wer zeigt, ohne zeigt uns den Weg, der tritt dann mit 1000 Watt durch. So, der Weg hier. Dafür bräuchten wir ein anderes Gefährt, glaube ich. Wie ist der überhaupt hier reingekommen? Wir kommen hier mit unseren Rädern nicht weiter. Von da. Und er steht hier drin. Wir sind lost im Niemandsland. Das ist übrigens eine typische Situation beim Teilhunting, hatte ich schon ganz oft. Du planst irgendwas und dann, ja, man landet dann immer mal wieder so alles da, alles schick. Im Gelände. Unabsichtlich natürlich. Aber angeblich soll da unten der Weg sein. Aber wie ist die Karre da reingekommen? Ja, wahrscheinlich mit dem Hubschrauber. Du hier runter. So, weiter geht's. Wir sind wieder in einem etwas längeren Anstieg gelandet. Ja, und die Anzeige, guckt euch das nochmal sehr genau an. Zwischendrin grau, gleich wird's dunkelrot, wo es mal kurz steil wird. Es ist wieder gesamt der Anstieg angezeigt. Man sieht rechts, dass es auf über 300 Meter geht. Also das dürfte der höchste Punkt der Fahrt heute sein. Was tatsächlich auch gar nicht so doof ist, ist diese Endzeit, die hier prognostiziert wird. 16 Minuten. Die passt sich natürlich auch an, je nachdem, wie viel oder wie schnell ich fahre. Ja, aber damit hat man natürlich dann auch ungefähr ein Gefühl, wenn man oben ankommt. Die Farbdarstellung der Anstiege funktioniert bisher auch super zuverlässig. Konnte ich nicht filmen, weil die Traktion natürlich schwierig war eben. Aber wir hatten eben dieses kleine rote Stück. Jetzt kommen wir hier in diesen grünen, grauen Bereich. Das heißt, hier jetzt eine flache Strecke, geht jetzt noch leicht berghoch. Ja, und für die, die da competitive hochfahren wollen, ist das natürlich ganz wichtig, hat Garmin oder auch Karoo hat natürlich auch diese Farbdarstellung. Ja, dann kann ich halt einfach sagen, okay, dieses kleine rote Stück sprinte ich hoch, weil ich weiß, danach habe ich ein Stück wieder, wo ich wieder ein bisschen regenerieren kann. Hier also entspanntes Fahren möglich. So, hier haben wir über 15% Steigung. Wir sind da jetzt auf den letzten Metern hier hoch. Da oben der Fernsehturm. Fast wie im Deister, 16,5%. Wir verlassen jetzt den orangen Bereich, kommen in einen gelben Bereich. Die Steigung wird etwas moderater. Ja, und was mich noch wundert, normalerweise kann man ja mit den Pfeiltasten rechts, links hier so reinzoomen, rauszoomen. Da müsste es eigentlich noch eine Zeile mehr geben. Die taucht aber bei mir nicht auf, egal wie oft ich hier noch Pfeil nach unten drücke. Also da muss ich gleich, ja, wenn ich zu Hause ankomme, nochmal gucken, ob es da noch eine separate Einstellung für gibt. Auf den Screenshots von Wahoo war da immer Watt 3 Sekunden und Puls eingeblendet. 245 Meter noch. Die Jungs sind noch nicht am Ziel. Die stehen an der falschen Stelle. Ja, wie diese E-Bike-Fahrer, ne? Einfach mitten auf dem Weg anhalten. Ja, der Akku ist da. Ja. Ja, nicht unerwähnt lassen möchte ich die normale Höhenseite, die auch sehr geil ist. Die lässt sich auch individuell konfigurieren und das Schöne ist hier diese Zoom-Taste. Das heißt, hier kann ich rauszoomen. Da sehe ich dann mit einem Blick, was ich schon gefahren bin, was noch auf mich zukommt, inklusive dieser ganzen Zacken und Spitzen. Ja, und wenn ich wieder auf die Anstiegsseite möchte, klicke ich einfach hier drauf. Das ist ja dieser Wechsel, den ich vorhin schon gezeigt habe. Ja, und damit bekommt man natürlich einen schönen Überblick, was noch alles auf einen zukommt. Also auch eine Funktion, die vielleicht nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist. Kleiner Tipp am Rande. Ich wette, die kommen mir gleich alle wieder entgegen hier. Weiter geht's hier mit dem Teilhunting. So, und wieder umdrehen. Der allerletzte Anstieg ist hier losgegangen. Ihr seht das schon, richtig fieser Anstieg. 700 Meter mit 19 Metern Höhenunterschied. Das schaffen wir heute auch noch. Und dann rollen wir wieder zurück zum Parkplatz. Marienburg. Ja. Zurück am Ziel. Am Start. Und am Ziel. Wow.
Ja, war ganz erfolgreich die Tour. Ja, was ein bisschen schade ist, in dieser Abschlussseite, die finde ich ja bei Wahoo immer ganz cool, da wäre es natürlich cool, wenn die Anstiegstabelle nochmal drin wäre, die man alle gefahren ist. Aber das ist nicht der Fall. Ansonsten hat alles gut funktioniert. Tatsächlich gefällt es mir ein bisschen besser als bei Garmin, weil es übersichtlicher ist. Und so das mit dieser Zeit und auch, dass man die abgeschlossenen Anstiege sieht, finde ich gar nicht so doof, weil man dann zwischendrin in der Fahrt einfach mal sieht, okay, 5 Berge hatte ich schon. Also alles gar nicht schlecht. Gut, dann verabschiede ich mich hiermit. Habt ihr auch ein paar schöne Eindrücke von der Strecke bekommen. Wer sich das runterladen will und nicht dieses Teilhunting macht, vielleicht ein bisschen umplanen. Ansonsten auf jeden Fall richtig cool hier. Neue Strecke, neue Gegenden, schöne Feldwege auch. Hat richtig Bock gemacht. Ja, schöne Tour, ne? Sehr gut. Jetzt bist du mit dem Film. Ah, sehr gut, perfekt, ja? So, Dan ist jetzt auch fertig mit Pinkeln. Dann können wir gleich weiter, jetzt muss ich erstmal. Alles eingepackt. Ja, ja, schon gut, danke. Hier, können wir gleich mal Werbung machen fürs neue Langarm-Trikot. Ich hoffe, das wird jetzt ohne Jacke bergab nicht zu kalt. Ja, wie jetzt? Wolltest du jetzt irgendwie mal... Mir reicht. Hauptsache, man sieht's. Wahrscheinlich zum Erscheinen des Videos hat's noch auch nicht Taschen. Ja klar. Turnschuh-Ole mit Schuhen heute und glühenden Beinen bei 5 Grad. Ja, es waren 6,5. Jetzt wird es langsam warm. Da kannst du doch ein... Ja, dann esse ich auch was. Moon Valley Riegel. Alter, so viel. Soll ich so noch mal Werbung für die Moon Valley Riegel machen? Wie geil die sind. Eigentlich sollte es ein Rome Climb Video werden, aber eigentlich ist es ein Schleichwerbungsvideo geworden. So. Und die Überhose, die lange. Jetzt ist Schluss, ich schalte ab.